Ich würde dich mit links niedermachen. Aber vielleicht kriegen wir das ja auch anders gelöst. Da ist kein Kompromiss drin. Wir wollen beide Max Haus. Eigentlich willst du den Inhalt. Ich will das Haus. Sie sind unten! Na schön. Deine Hand drauf. Her mit der Truhe. Und dann raus hier. Wie du willst. Hier lang. So, hier trennen sich nun unsere Wege. Sei still. War ich so schlecht? Nein, aber es war verdammt knapp, Ewald. Hast um Haaresbreite überlebt. Wenn du mal einen Basiliskenbalk oder BS-Hörner zum guten Preis loswerden willst, komm zu mir ins Auktionshaus. Mhm, werd ich mir merken. Der Wind heult. Du wirst ersticken,
an 3 Pfund Stahl. Was kostet ein Heer? 1 Krone. Na, warte. Wir müssen reden. Bin ganz Ohr, Hexer. Ich habe etwas für dich. Ich mag Geschenke, aber ich packe sie lieber alleine aus. Hey, Jungs, passt auf die Fässer auf. Ich gehe mit Geralt schwatzen. Komm. Ah, besser. Also, was hast du für mich? Max Borsolis Haus, wie verlangt. Die Papiere. Wo sind sie? Hab ich in der Schatzkammer gelassen. Du wolltest das Haus. Du hast es. Vom Inhalt hast du nichts gesagt. Kluges Kerlchen. Fast so gerissen wie Odin. Er picht darauf, andere lächerlich zu machen. Weißt du, was meine Leute und ich mit deinesgleichen machen? Weiß nicht. Eine Rechtsberatung suchen? Du könntest eine brauchen. Wir haben einen Vertrag oldiert, dessen Bedingungen ich erfüllt habe. Komplett. Nicht zufrieden? Dann hättest du dich präziser ausdrücken müssen. Ja, hätte ich wohl. Ich nehme an, du hast dich mit Horst geeinigt. Eine Schande. Er ist so ein Hurensohn. Nein, ich habe mich mit seinem Bruder geeinigt. Und der hat dann Horst mit einem Goldleuchter den Schädel zertrümmert. Ein Fortschritt. Wozu brauchst du die Papiere denn? Um den Borsodis den Garaus zu machen. Ich habe von einer gewissen Klausel im Testament des alten Max erfahren. Darin steht, dass seine Söhne sich mindestens einmal jährlich zu Belletine treffen und die Hände reichen müssen. Ansonsten muss das Auktionshaus versteigert werden. Der Erlös geht an das Wilmerius-Hospital. Der Alte hat wohl geahnt, was passiert. Diese Papiere sollten in die richtigen Hände kommen. Borsodi wäre auf der Straße gelandet und das Hospital hätte genug Geld gehabt, Mittellose kostenlos zu behandeln. Wie edel von dir, dich so um Bedürftige zu sorgen. Die Bedürftigen sind mir scheißegal. Sollen sie mit der Stadt zusammenkrepieren? Ich wollte nur eins. Rache. Welches Problem hast du mit den Borsodis? Haben sie dich aus einer Auktion geworfen? Schlimmer. Sie haben mich aus meinem Haus geworfen. Willst du das wirklich wissen? Sonst hätte ich nicht gefragt. Frech wie eh und je. Meine Familie hat sich verschuldet. Schlechte Investition in ein Sägewerk, Ernteausfall, verlorener Prozess. Wenn es kommt... Dann Dicke. In ein paar Wochen wären wir wieder auf die Beine gekommen. Aber Horst Borsodi kaufte die Schuld und verlangte die sofortige Rückzahlung. Ich bettelte und flehte. Ich riss mir auf seiner Schwelle das Hemd auf. Es war vergebens. Ich war bei der Auktion und sah, wie parfümierte Wichser das Schwert meines Vaters kauften. Totenmaske meiner Mutter, das Zaumzeug meines Bruders. Horst hat gut daran verdient. Dann wundern mich deine Animositäten nicht. Das war erst der Anfang. Die Eltern meiner Iris erfuhren vom Unglück meiner Familie. Und die Verlobung war futsch. Sie fanden einen anderen für sie. Aus Übersee. Ich dachte, ich muss sterben vor Zorn. Ging zur Taverne, trank eine Runde und noch eine. Ich prügelte mich und trank weiter. Und dann bat ich den Falschen um Hilfe. Und dann? Was dann geschah, ist nichts als ein dampfender Haufen Scheiße, Hexer.
Na, was willst du noch? Brauchst du immer noch was? Der dritte Wunsch. Sag ihn mir. Moment, Geralt. Ich muss etwas erledigen. Dann reden wir. Du da! Hol den Hering aus dem Fass. Na los, nicht so trödeln! So, bereit zuzuhören? Oder ist es dir immer noch scheißegal, was ich zu sagen habe? Ich bin bereit. Ich höre. Gut. Geh zu deinem Herrn und sag ihm Folgendes. Seine dreiste Forderung hat mich sehr betrübt. Das Gastrecht ist mir heilig. Und dem Diktat eines ungehobelten Wildschweins beuge ich mich nicht. Verstanden? Ich werde ihn bald besuchen, um seine Anpassungsbereitschaft zu testen. Du reitest los und kündigst mich an. Schone das Pferd nicht. Klar? Ja, verstanden. Gib dem Mann ein Pferd und lasst ihn ziehen. Komm, Hexer. Wir müssen draußen reden. Die Ophiri glauben, dass man wichtige Angelegenheiten unter freiem Himmel mit den Göttern als Zeugen besprechen sollte. Was war da mit dem Fass los? Wir haben unterwegs zum Essenfassen im Gasthaus eines Herrn Unverzagt Halt gemacht. Wie üblich ging es etwas rau zu und laut. Diesem Unverzagt passte unser Betragen nicht. Er ließ uns ausrichten, wenn wir je wieder kämen. Würden wir hängen. Ihr habt das Gasthaus niedergebrannt? Ich habe dem Wirt eine großzügige Entschädigung dagelassen. Leider hielt er es nicht für nötig, seinem Herrn was davon zu sagen. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass mich jemand Hurensohn genannt und mir mit dem Tod gedroht hat. Solche Drohungen klingen wie Einladungen. Ich gedenke, sie anzunehmen und in die Gegend zurückzukehren. Du hast dir manchen Feind gemacht. Irgendwann wird dich einer davon bezwingen. Nicht heute und nicht morgen, aber früher oder später. Und weswegen soll mich das betrüben? Ich fühle weder Furcht noch Reue. Die Weisen von Ochsenfurt sagen, es gebe keine Götter. Nach dem Tod ist nur Leere. Die Leere kenne ich schon. Der Tod wird mir vertraut sein. Ich habe dir zwei Wünsche erfüllt. Erzähl mir vom dritten. Wo sind wir aber selbstsicher? Stolz, furchtlos, der eigenen Stärken bewusst. Dritte Aufgabe, wenn's recht ist. Die Mutationen haben dir die Emotionen genommen. Sag, hast du je geliebt? So richtig, meine ich. Ja, ich habe geliebt. Können wir jetzt zur Sache kommen? Sollen wir uns nicht lieber reinsetzen und bei etwas Feuerwasser plauschen? Wir trinken, wenn die Aufgabe erledigt ist. Das ist wohl nicht möglich. Wenn du sie erledigst, ist das mein Ende. Wenn nicht, kommst du nicht wieder. Dritter Wunsch. Ich warte immer noch. Mann, bist du stur. Also gut. Hör gut zu. Ich hatte mal eine Frau. Als ich sie zum letzten Mal gesehen habe, gab ich ihr eine lila Rose. Bring mir die Blume. Ich will mich daran erinnern, wie sie ausgesehen hat. Ach, und wann war das? Die Blume ist doch längst verwelkt und zu Staub zerfallen. Du wolltest meinen Wunsch hören. Das war er. Erfüll ihn.
Ich statte jetzt diesem Unverzagt einen Besuch ab. Aber einer meiner Männer bleibt hier. Er wird mich finden, falls du Erfolg hast. Versteht sich? Du könntest mir wenigstens sagen, wo deine Frau ist. In meinem alten Anwesen östlich des Hofs von Martin Föll. Ich würde dir gutes Gelingen wünschen, aber... Nun, du verstehst schon. Leb wohl, Geralt. Nur einen einzigen Humpen. Ich hatte nur einen einzigen